Dieses Edelweiß hier, das symbolisiert eigentlich zweierlei. Das eine ist, dass es mich an die Berge erinnert, die ich sehr gern mag, und dass ich wirklich wahnsinnig gerne im Fels bin, wo die Edelweiße ja wachsen. Und das zweite ist, dass es beschichtet ist mit kleinen Siliziumkristallen. Das hat mein Techniker in unserem Rheinraum gemacht, beziehungsweise in einem Rheinraum, der noch nicht uns gehört, aber den wir nutzen dürfen. Rheinraum benötigt man, um Mikrostrukturen herzustellen. Diese Mikrostrukturen benutzen wir, um biologische Systeme zu manipulieren. Und der Techniker, der für den Rheinraum zuständig ist, der hat mir dieses Edelweiß geschenkt und beschichtet. Die Berge, die liebe ich eigentlich, weil ich da besonders gut abschalten kann durch die Höhe und die gute Luft und den Schnee und den Fels. Und eigentlich, ich mag sie einfach. Das ist von Kindheit an. Und es macht auch, also ich muss sagen, Klettern ist auch einfach vom körperlichen Gefühl ein toller Sport, weil wirklich jedes Körperteil beteiligt ist. Also es ist nicht irgendwie eines, das das macht. Wie beim Laufen, da kriege ich immer die Sinnkrise. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie Leute das durchhalten. Also rein vom Verstand. Ne? Ich stelle mir danach 50 Metern, stelle ich mir die Sinnfrage, warum tue ich das? Ja, Abenteuer ist gut. Wieso? Gibt einen Kick. Also ich glaube, das ist einfach, macht Spaß. Also ich finde Abenteuer schon in überschaubaren Grenzen. Ich habe jetzt Kinder, aber ich finde so ein bisschen was Nervenkitzel, das muss schon sein. Ja, unsere Forschung hier hat zwei Säulen. Die eine Säule ist im Grunde Methoden zu entwickeln, belebte Systeme sehr genau zu beschreiben, sehr genau zu verstehen. Und die andere Säule ist die zu fragen, was ist eigentlich ein belebtes System? Was ist die kleinste Form des belebten Systems? Und wäre es möglich, eine Minimalform von einer Zelle zu bauen? Wir können einzelne Moleküle betrachten. Sie sind sehr klein. Wir müssen sie markieren. Wir müssen sie mit einem Fluoreszenzfarbstoff markieren. Das heißt, sie bekommen so eine kleine Lampe in die Hand und werden dann mit einem Laserstrahl angestrahlt. Und diese kleine Lampe, also der Fluoreszenzfarbstoff, gibt dann so viel Licht ab, dass wir tatsächlich in der Lage sind, sie zu erkennen. Aber was uns mehr interessiert, als wie sie wirklich aussehen, also uns speziell, ist, welche Moleküle mit welchen. Das ist ja das Geheimnis des Lebens, das eine Molekül mit dem anderen irgendwie. Und das versuchen wir sozusagen quantitativ zu verstehen. Wie viele Moleküle mit welchen, wie sind die Bindungsraten, wie sind die Zeitskalen, auf denen etwas passiert. Und da ist unsere Methode wirklich extrem gut geeignet, das herauszufinden. Wir kommen ja eigentlich aus der Physik, das heißt aus der Methodenentwicklung, und sind gewohnt, die Methoden, die wir entwickeln, mit einer sehr hohen Präzision sozusagen anwenden zu können. Nun ist die Zelle oder alles Belebte das Unpräziseste, was es gibt. Und daher ist es manchmal sinnvoll, nicht die Zelle selber zu nehmen und die Moleküle in der Zelle, sondern sich ein System sozusagen neu zu bauen mit den gleichen Molekülen, das aber sehr viel einfacher ist. Und weil das sehr gut funktioniert, sind wir auf den Gedanken gekommen, dass es ja eigentlich möglich sein müsste, die gesamte Zelle vereinfacht zu bauen. Und das ist eigentlich das, was uns am meisten interessiert im Moment, sich zu überlegen, wie sähe denn eigentlich sozusagen die Urform der Zelle aus? Gibt es sowas, was wir bauen können, was die wichtigsten Eigenschaften der Zelle abbildet? Natürlich noch keine Zelle und noch kein Leben ist, aber sozusagen den Schritt dahin weist. Was uns am meisten fasziniert, ist die Zellteilung. Das heißt, wir versuchen etwas zu bauen, was sich selber teilen kann in zwei Tochterkompartimente oder wie man so will, Tochterzellen. Ein Teilerfolg, den wir da hatten bisher, ist, dass wir die Positionierung der Teilungsebene, da haben wir jetzt mittlerweile das System, diese Teilungsebene positioniert. Also es ist so, dass ein Ring gebildet wird vor der Teilung und dieser Ring kontrahiert. Aber der Ring muss genau in der Mitte der Bakterienzelle positioniert werden, sonst teilt sie sich nicht in identische Tochterzellen. Und der Apparat, der diesen Ring positioniert, ist ein ganz interessanter Apparat, denn der oszilliert immer hin und her in der Zelle und gibt sozusagen durch dieses zeitliche Signal das räumliche Signal, wo die Mitte ist. Denn eine Oszillation hat ja immer Nulldurchgang. Dieser Nulldurchgang ist die Mitte. Und es sind im Grunde Proteine, die da sozusagen, muss man sich vorstellen, die oszillieren hin und her, halten aber die Mitte mehr oder weniger frei, sodass sich andere Proteine, die diese nicht mögen, in der Mitte ansammeln können. Und wir denken, oder das ist jedenfalls im Moment gerade das Modell, dass diese Ringproteine dann kontrahieren und dadurch die Teilung initiieren. Und daran arbeiten wir im Moment, zu versuchen, diesen Ring tatsächlich in die Mitte zu positionieren. Das ist das Faszinierende daran. Also ich denke, oder sehr viele Leute denken, dass es wirklich physikalisch-chemische Prozesse sind. Das sind im Grunde die Gesetzmäßigkeiten der physikalischen Chemie,
der sogenannten Reaktionsdiffusion, so Diffusionsreaktionssysteme, das dann tatsächlich diese Selbstorganisation hervorbringt. Es ist im Grunde eine platonische Idee, also die Idee der Zellteilung. Ich möchte gerne die Idee der Zellteilung. Ja? Also es ist nicht jetzt sozusagen, wie sie wirklich ist, sondern die Reihenform. Also es ist wirklich, ich glaube, dass es viele Physiker gibt, die das schön finden. Also sozusagen das, der Massepunkt. Ja? Einfach die, das kleinste, dann auch durchgängig verstehbare Element. Und das in der Biologie zu suchen, ist wahrscheinlich ziemlich verwegen. Aber man kann es ja mal machen. Also ich war immer schon Tüftler, mich hat immer schon kleines Zeug interessiert. Also deswegen liegt da eine Taschenuhr. Ne? Also das ist, also ich tüftel gern. Und tüfteln, da ist Optik und sozusagen vor allem hochauflösende Optik und auch so Manipulationen von einzelnen Molekülen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, so mit Mikrofluidik und sowas zu hantieren. Das macht mir sehr viel Spaß. Deswegen hat mich das von Anfang an also auch praktisch interessiert. Also ich kann mich wirklich erinnern, als ich das Labor zuerst gesehen habe, indem ich dann meine Doktorarbeit machen sollte. Das hat mich von Anfang an fasziniert, diese Mikroskope und die Laser, die da also eingekoppelt waren. Naja, es ist eben so, wenn Sie wirklich einzelne Moleküle sehen wollen, dann müssen Sie davon aus, also müssen Sie ausschließen, dass irgendwo aus der Umgebung störender Hintergrund kommt. Und störender Hintergrund in einem Wassertropfen gibt es ziemlich viel. Das heißt, Sie müssen dafür sorgen, dass dieses Wasser wirklich ganz sauber ist. Und damals hatten wir noch Objektive, die kein sogenanntes Deckglas hat, also keine Deckglaskorrektur hatten. Das heißt, da konnte man nicht einfach ein sauberes Deckglas drauflegen und sozusagen sauberen Wassertropfen auf das saubere Deckglas, sondern die Objektive waren immer wieder sozusagen, da kommt der Wassertropfen direkt auf die Objektive. Und das heißt, wenn der erste Wassertropfen runter war, dann war da Schmutz am Objektiv. Und also wir reden von Einzelmolekülschmutz. Das heißt, wenn eins oder zwei Moleküle an dem Objektiv hängen bleiben und die Wahrscheinlichkeit ist halt groß, dann stören die in der nächsten Messung und deswegen mussten wir die Objektive eben sehr, sehr, sehr sauber putzen. Und da habe ich also wirklich Stunden meiner Doktorarbeit zugebracht, Objektive zu putzen. Kleines Schwämmchen und viel Seife und dann, es hat sich herausgestellt, dass Haushaltsseife sogar das Beste war. Also wir haben alle sozusagen wirklich akademischen Wässerchen ausprobiert, aber am Schluss war eigentlich ganz stinknormale Haushaltsseife das Beste. Man musste nur lang schrubben. Das war wichtig. Also eine halbe Stunde musste man wirklich schrubben. So funktioniert Wissenschaft, einfach mal ausprobieren. Und dann das nächste ausprobieren, das übernächste und irgendwas klappt dann. Und man, natürlich ist Wissenschaft meistens jetzt zum Glück was anderes, als die richtige Seife für Objektive zu finden. Aber sagen, ich glaube, das, was man lernen muss in der Wissenschaft, damit man es richtig machen kann, nämlich sich nicht unterkriegen lassen, einfach mal wieder neu probieren, das hat man auch da gelernt, ja. Also in meiner Peer Group, wenn man so will, also unter meinen Doktoranden und dann später Postdoktoranden. Da waren einige Frauen, aber eben nicht so viele jetzt direkt sozusagen mit meinem biografischen Ziel, also dann richtig zur Professur. Das waren dann eher weniger. Ich kann gar nicht sagen, dass es mich gestört hat. Es ist sozusagen so wenig Thema gewesen, dass es mir einfach das Fehlen mir noch mal aufgefallen ist, aber nachgerade schon ein Problem war, dass es praktisch keine Vorbilder gab. Keine weiblichen. Also das, muss ich sagen, hat mich implizit gestört. Explizit hätte ich es gar nicht formulieren können, weil es einfach, ja, Sie können ja nicht sagen, mir fehlt was, wo Sie gar keine Idee davon haben, dass es fehlen könnte. Aber das Nachhinein muss ich sagen, das war definitiv eines der größten Probleme. Einfach, weil es die eigenen Perspektiven so unklar macht. Ja? Also wenn man niemand hat als Frau, der irgendwie ein Vorbild ist, dann ist man immer irgendwo so, ja, man weiß nicht so recht, ist es eigentlich was für mich? Es sind alles Männer da oben, gefällt mir zwar, aber die anderen sind anders und schaffe ich das auch so wie die? Das ist schon, also je jünger man ist, desto mehr macht dann das aus. Ich habe erst mal ignoriert, dass ich eine Frau bin und so getan, als wäre ich ein Mann und das hat super funktioniert. Und im Grunde, als ich dann Professorin war, ist mir aufgefallen, so jetzt bin ich eine Frau, jetzt muss ich vielleicht mal gucken, dass sich das ein bisschen ändert. Ja, also, dass ich jetzt nicht unbedingt als Mann weitermache, sondern mal versuche, vielleicht zu gucken, ob es als Frau auch geht. Nein, ich meine in Bezug auf eigentlich ziemlich alles. Also so, wie man sich gibt, wie man miteinander redet, wie man seine Forschung macht, wie man nach dem Feierabend noch ein Bier trinkt. Also ich habe mich mit Männern immer sehr gut verstanden. Ich verstehe mich immer noch sehr gut mit Männern. Ich kann wunderbar mit Männern. Ich wollte als Kind ein Junge sein und ich glaube, ich habe so ein bisschen was Boschikoses. Ich kann auch mit Frauen, also es ist nicht so, dass ich... Aber das bringt sehr viel. Wenn man einfach diese gewisse Coolness und Schnottrigkeit, die bringt dann unheimlich weiter. Also die Unterschiede sind natürlich die lebensplanerischen Unterschiede, weil sie als Frau halt diese Kindergeschichte einfach immer irgendwie
ausbaden müssen. Ja? Also sie wissen, sie sind zuständig dafür und dann müssen sie es irgendwie in ihrer Biografie unterbringen. Und wenn man da keine klare Vorstellung hat, wie das gehen soll, ja, also wie gesagt, ich habe lange so getan, als wäre ich ein Mann. Das heißt, Kinder einfach ausblenden. Hat mir auch keine Probleme bereitet. Ich hatte da kein Problem damit. Aber irgendwann ist es dann doch nicht so schön. Ja, also auf meinen Mann wollte ich sowieso nicht verzichten. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Also ihn hatte ich sozusagen eben schon sehr lang. Und wir haben dann auch, als er Pfarrer wurde, haben wir dann auch geheiratet, treu und brav. Haben es auch nicht bereut. Aber das mit den Kindern war lange eigentlich kein Thema für uns. Also ich bin, wie gesagt, hatte eigentlich nie so das Gefühl, ich muss ganz viele Kinder haben, überhaupt Kinder haben, weil ich nicht so recht sah, wie das mit meinem Beruf kombinierbar ist. Wie gesagt, Role Models gab es ja nicht, irgendwelche Frauen, die mir das gezeigt hätten, wie es geht. Deswegen, der Beruf war mir so wichtig oder dass ich viel Spaß in meinem Leben habe. Spaß habe ich eben nur, wenn ich Wissenschaft machen kann, das war mir schon wichtig. Und als ich dann wirklich alles erreicht habe, was man sozusagen strukturell erreichen kann, Professur und eine wirklich sehr gute Gruppe und Wissenschaft hat Spaß gemacht, da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, so, du bist ja jetzt noch jung und wenn du Kinder möchtest, kannst du ja eigentlich noch probieren. Und das ist mir dann schon aufgefallen, dass das eigentlich eine nette Idee wäre. Also einfach, weil ich das bisher immer verdrängt hatte, dass ich sozusagen Frau bin und Kinder kriegen kann, einfach weil ich es nicht als kompatibel mit meiner wissenschaftlichen Biografie gesehen habe. Und ich hatte nur eben das Glück, dass das also dann auch ganz problemlos geklappt hat, dass die Kinder dann wirklich kamen, eins am anderen. Erst wollte ich gar keine so viele. Also eines wollte ich, also ich war selber ein Einzelkind und dachte nicht, dass ich mehr als ein Kind kriegen würde. Aber als das eine dann da war, war das schon sehr, sehr süß. Also das war schon wirklich so, dass man süchtig wird. Und so kamen dann eben noch mehr. Ja, das ist chaotisch. Also es ist, ich glaube, wie es die meisten sortieren. Ich meine, die Kinder sind zum Glück gut in Einrichtungen aufgehoben, wo sie den Hauptteil des Tages bleiben können. Also die Großen gehen ja schon in die Schule, gehen dann nach in den Schulhort und die Kleine ist im ganztages Kindergarten und ich hole die dann meistens, wenn es dann geht, irgendwie so gegen 4:30 ab. Und dann wird der Nachmittag eben mit den Kindern gestaltet und das ist also sehr viel anstrengender als vormittags hier im Institut. Also es ist wirklich, wenn man denkt, jetzt kommt man heim von getaner Arbeit und kann sich erstmal mit der Zeitung und einem Kaffee irgendwie auf die Couch hängen oder ein Bier, das geht eben nicht. Also da wollen die Kinder dann vollen Einsatz. Ich glaube, ich kann meine Zeit sehr gut einteilen. Ich kann ziemlich auf den Punkt hin Dinge fertigstellen, auch wenn ich ganz viele andere Sachen noch gleichzeitig zu tun habe. Ja, also im Privaten die Weihnachtsgeschenke kurz kaufen, Kuchen kurz backen, Faschingskostüm kurz nähen und dann trotzdem noch das Paper referieren und das und jenes. Und ich habe mir da so eine Zeiteinteilung und das kriege ich meistens ganz gut hin. Es ist alles so, dass es nicht perfekt ist. Ja? Oder Wohnung aufräumen, es kommt jemand zu Besuch. Dann weiß ich ziemlich genau, wie ich ganz schnell das hinkriege. Und ich glaube, das ist eine gewisse Kunst. Das habe ich nicht gelernt, das kann ich einfach. Ich habe immer von meiner Mutter zu hören gekriegt, dass es alles schnell und schlampig ist, aber es ist effizient und ich habe sozusagen das Gefühl, es kann klappen. Man kann das alles schaffen und das muss man haben. Wenn man das nicht hat, dann ist es schlimm.